Und herzlich willkommen bei OMSI 2. Heute wieder in Arlheim unterwegs. Mit einem Hamburger Bus, ja, der leider hier so ein bisschen im Auto parkt. Aber so wurde der gestellt. Diesmal aber mit dem Arlheimer Repaint. Und ich habe ja einiges hinzugelernt. Und zwar, wir melden uns an. Da ist natürlich jetzt noch nicht viel Neues bei. 1. PIN 1506. Pack schon mal unsere Geldkassette rein. 0673. Wir sagen eben kurz Optionen. Fahrkartenverkauf einfach. Das hatte ich beim letzten Mal leider vergessen. Zurück zum Spiel. Probedruck. Zack. Umlaufnummer. Gut. Die holen wir uns eben. Wir fahren heute die Linie 20 von Herzenberg nach Valdoria Straße. Umlauf 11. In 12 Minuten geht's los. Dann stellen wir jetzt eben auf 8 auf 29:30. Ja. Jetzt sind 40 Sekunden los. Und dann würde ich sagen, haben wir doch eigentlich schon fast alles. Fahr los. Genau, hier fährt wohl eigentlich ein Gelenkbus. Okay, hier ist der Terminus. Okay, starten wir gleich zu spät. Da geht's auch gleich los. Einen wunderbaren guten Morgen. Dann halt nicht. Gut, die Linie ist ungefähr eine halbe Stunde wohl lang. Und ja, das fahren wir jetzt mit dem Hamburger Bus wieder. Wotanstraße. Ist in Arlheim und kreuzt wohl irgendwie so eine Ost-West-Route, glaube ich, durch die Stadt. Sagt mir jetzt momentan noch nicht viel, weil ich, wie gesagt, in der Stadt noch nicht wirklich gefahren bin. Nein, wunderbar. Darfst du ruhig Fahrkarten kaufen. Geht direkt weiter. Gucken wir uns an, ja, so ein Gelb-Grau. Und die sind alle hinter uns. Mal gucken, wie lange. Die stehen aber auch sehr dicht aneinander. Wahrscheinlich ganz gut, dass die nicht vor uns sind. Weil wir wissen ja, wie gesagt, manchmal, wie die Autos fahren. Interessant trifft es auf jeden Fall. Sterntaler Weg. Sterntaler Weg. Oh, das war eine 30-Zone, in der wir außerhalb waren die ganze Zeit. Wie schön, dass wir das wussten. Und wir fahren wieder in einen 30er-Bereich rein. Ja, wir haben ja, wenn ich die Folge in der richtigen Reihenfolge rausbringe, haben wir ja sogar schon ein bisschen was gesehen. Das ist eine Einbahnstraße, oder? Oh, das bin echt schon mal besser gefahren. Ein wunderbarer. Oh, Fahrkarte? Nein. Ich fühle mich hier echt als, und jetzt als zumindest als Fahrkartenverkäufer, ich habe doch auch eine Familie zu ernähren. Die lebt nur von den Fahrkartenverkäufen. Nein, natürlich nicht. Emmastraße. Ah, ich habe es aber echt
gut gemeint. Also nicht so wirklich mit der Breite der Straße. Wo geht's jetzt lang? Links? So? Ja? Fangen wir mal her. War wohl richtig. Ein wunderbaren. Einmal normal, bitte. Einmal normal. 260, 260. Nee. Ja, kommt gleich das Ich wollte eigentlich Rumgemeckere. eine Fahrkarte Ja. kaufen. Das dauert manchmal bei uns ein bisschen länger. Wir machen das so selten, kommen da aus der Übung. Okay. Wieder unterirdisch. Kranenburg. Diese Pfeile fand ich jetzt gerade noch ein bisschen, naja, nicht unbedingt notwendig. Da vorne scheinbar. Ah, ja. Haben da gleich so einen Busbahnhof. Muss ich das erkennen? Sind wir da schon vorbeigefahren? Ich weiß es nicht. Also, was mir bisher ganz gut gefällt, aber bin ja auch noch nicht so viel hier gefahren. Aber ich habe bisher nicht das Gefühl, als würden die Linien sozusagen zwei Drittel den gleichen Verlauf haben oder so, was man ja sonst recht häufig hat. Das finde ich eigentlich immer ganz schön. Ist. Fahren wir noch ein Stück vor. Einen wunderbaren. Hallo. Moin, Hallo. moin. Moin. Hier haben wir jetzt kurz Zeit. Was haben wir denn hier noch? Busstag 1 nach Durum. Achso, das wäre in die gegengesetzte Richtung. Fahren jetzt hier runter und dann links. Achso, und sonst fährt man hier rauf. Hält dann da. Echt? Ich glaube, hätte ja gedacht, dass man da hinten hält. Auch können Sie mitfahren. Mal jetzt einfach schon mal zu. Wollte sagen, ich weiß auch nicht, wie lange ich hier hinten stehe, aber dann habe ich jetzt hier natürlich gleich grün. Carsten Busch. Aber sie ein bisschen eng, die Straße. Oh. Komm, fahrt los, fahrt los, fahrt los. Geht doch, geht doch. Ja, zeittechnisch muss ich glaube ich gleich nochmal eben kurz hier doch ein bisschen halten. Das mag ich ja nicht. Irgendwie so zu früh, so viel zu früh zu sein. Kind. Moin.
Und es geht weiter. Hat sich also belohnt zu halten. Eigentlich finde ich es ja mal ganz schön, wenn man so eine leichte Verspätung hat. So eine Minute. Ah, ha, 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 ha. Ah, puh. Knapp. Knapp, knapp. Ja, ich habe natürlich wie üblich eine OMSI-Kollision zwischen Fahrzeugen aus, weil wir ja wissen, dass da OMSI doch des Öfteren mal Probleme mit hat. Boah, sehr seelenruhig rübergegangen. Ein wunderbaren. Oh, wir können auch eben hier. Oh, das ist grün. Oh, fahren wir los. Sengelstraße. Sengelstraße. Ist das da Kunst? Nee, ist ein Baum. Ist das da Kunst? Nein, es ist ein Baum, ja. Man merkt, ich hätte vermutlich auch die Kunst nicht erkannt. Einen wunderbaren guten Morgen. Kommen Sie rein. Busch. Naja. Okay, so gut nur ein Busch, um die Kreuzung zu kommen, falls da viele Linksabbieger sind, scheinbar. Kranenburger Straße. Ja, lang, lang ist her, dass wir Hamburg gefahren sind. Kranenburger Straße. Sehe ich noch nicht. Da hinten haben wir sie. Moin Moin! Wo sagt man hier überhaupt Moin Moin? Gucken. Wahrscheinlich würden nämlich hier alle total verwirrt angucken. Hier haben wir schon mal gleich eine Ampel. Eine Überraschungsampel. Am Anschlag. Am Anschlag. Und da geht das links ab. Da also gleich einmal so quer rüber. Gucken, was sagt denn hier unser Plan? Am Anschlag, ja. Gleich ungefähr die Hälfte. Haben wir aber noch ordentlich Stopps, so wie es aussieht vor uns. Kein Fußgänger. Ah, was ich auch sehr schön finde, hier die ganzen unterschiedlichen Straßen. Lege findet man ja so auch dann immer recht häufig. Halt teilweise dann auch zur Verkehrsberuhigung gedacht. Aber meistens hier am Anschlag ist ja der John F. Kennedy Platz, oder? Oh, ein schlechter Witz. Rein. Tür zu. Sind eh zu spät. Also geht es weiter. 30 Zone. Ja, es gilt auch für mich. ICB Halle. ICB Halle. Klingt so ein bisschen nach so einer Art Stadthalle oder so.
wollte einsteigen. Keiner raus. Hallo. Guten Morgen. Morgen. Okay, wir müssen jetzt links lang. Ja, das dürfte hier eine Stadthalle sein mit großem Park. Ah ja. Mhm. Da sieht man sie auch. Dresdner Straße. Und da haben sie auch gerade wieder ein bisschen gemeckert. Ich glaube, in Hamburg hört man es echt nicht so wegen dem Bus, ne? War das damals nicht auch schon so? Hallo.